Ja, mit diesem letzten Video möchte ich mich von euch verabschieden für das Jahr 2020 und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das Jahr für uns alle sehr schwierig war. Ich glaube, 2020 hat uns definitiv geprägt und jeder von uns hat Verluste verkraften müssen, private oder gewerbliche Verluste. Und dieses Jahr hat uns, glaube ich, nochmal deutlich vor Augen geführt, dass wir zwar sehr weit mit unserer Technologie sind, sehr weit mit unserem Denken sind, aber dass wir immer noch Menschen sind. Wir dürfen, glaube ich, niemals unsere Menschlichkeit verlieren und vor allen Dingen auch nicht unsere Hoffnung. Corona ist für dieses Jahr das große Aushängeschild, leider. Und auch hier in meiner Umgebung, auch in Sachsen, hat man natürlich gesehen, dass extrem viele Existenzen zugrunde gegangen sind, dass sehr viele Kleinbetriebe schließen mussten, dass viele Familienbetriebe sich nicht mehr halten konnten, dass sie es bis zum letzten Quartal geschafft haben, aber dann auch nicht mehr weiter kämpfen konnten. Und für viele Außenstehende ist es natürlich vielleicht keine große Belastung, aber ihr müsst euch immer vor Augen halten, dass es Menschen sind, dass es Familien sind, die vielleicht auch Kinder haben, die Großeltern haben und die sie eine Existenz aufgebaut haben, die mit ihrer Existenz glücklich waren und diese ganze Grundlage wurde den Menschen da draußen geklaut. Natürlich gab es sehr, sehr, sehr viele private Rückschläge. Wir mussten lernen, auf engem Raum zusammenzuleben und in vielen Beziehungen war es das einfach das Aus. Aber auch die soziale Isolation hat uns gezeigt, dass wir doch, auch wenn wir das nicht so gerne zugeben, doch den Kontakt zu anderen Menschen halten sollten. Und dass natürlich der Gang zum Arzt dieses Jahr enorm war. Gerade hier in Sachsen sind Psychiater komplett ausgelastet, die Psychologen komplett ausgelastet. Und ich glaube, das spricht für sich, wenn man sich das einfach mal anguckt. Also Beispiel bei mir, ich suche für nächstes Jahr einen Psychologentermin. Und ich habe fast bei 50 Psychologen hier angerufen und ja, man wird nie am Telefon vertröstet, wird gesagt, momentan haben wir einfach die Kapazitäten nicht. Es haben sich momentan in den letzten Monaten so viele angemeldet und versuchen Sie es bitte wieder Sommer. Und das Jahr 2020 wird uns sehr lange noch begleiten. Wir gucken Richtung Schulen. Viele Kinder, viele Schüler, die vielleicht die 10. Klasse, die 9. Klasse, die irgendein Schuljahr wiederholen müssen. Viele Firmen, viele Kleinbetriebe, die sich dieses Jahr noch halten konnten, die aber aufgebraucht sind und die nächstes Jahr in die Insolvenz gehen müssen. Da kenne ich leider auch jemanden, der es nächstes Jahr einfach auch nicht mehr schafft. Der hat gesagt, dieses Jahr hätte er einfach nicht mehr geschafft. Also das war zu viel. Seine ganzen finanziellen Mittel sind aufgebraucht. Er hat einfach auch keine Möglichkeit mehr. Er würde dann mehr in Schulden kommen, als seine Existenz halten zu können. Weil bis er das Geld, den Gewinn irgendwann wieder rein hat, dauert es natürlich. Und wir wissen natürlich nicht, wie lange uns das Coronavirus noch begleiten wird. Und nicht nur das Coronavirus hat uns dieses Jahr gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir auf der Welt zusammenhalten. Nein, auch die Explosion in Beirut, viele Stars, die verstorben sind, der Amoklauf. Und ich kann jetzt noch sehr, sehr viele weitere Beispiele nennen, die uns einfach deutlich machen sollten, dass wir einiges in unserem Denken und in unserem Handeln verändern sollten.
wir sollten nicht nur wegschauen und sagen, er ist anders. Wir sollten vielleicht anfangen, auf die Menschen zuzugehen, denen ein offenes Ohr zu schenken und die Person Hilfe anzubieten. Die Person, die vielleicht in dieser Notlage Hilfe braucht. Wir haben durch das Coronavirus gelernt, soziale Akzeptanz. Aber wir haben auch gelernt, was Zusammenhalt bedeutet. Es sind viele Betriebe, die sich untereinander gestützt haben. Sehr viele Spender, private Spender, die für Betriebe eingesprungen sind. Mache ich jetzt seit paar Wochen oder seit paar Monaten, gehe ich für ein paar Leute einkaufen, für ein paar Omis, um einfach auch mal aus dem Alltag zu entflüchten, und weil ich einfach, das möchte ich einfach. Ich möchte einfach den Leuten helfen. Ich weiß, sie können es gerade momentan nicht und die haben Probleme, mit einer Maske draußen rumzulaufen, und da biete ich doch gerne meine Hilfe an. Und das hat uns dieses Jahr auch extrem geprägt, dass wir trotz großer Akzeptanz unsere Menschlichkeit nicht verloren haben, der Zusammenhalt in vielen Schichten gestärkt wurde und dass wir füreinander da sein können. Und das Jahr wird uns natürlich noch viele weitere Jahre begleiten. Wie schon gesagt, weil nächstes Jahr werden vielleicht noch einige Existenzen zu Bruch gehen. Es werden viele Familien zu Bruch gehen. Es wird noch eine harte Zeit, bis auch die Impfungen jeden erreicht hat, wird es definitiv noch eine harte Zeit. Aber ich kann jetzt so viele Beispiele nennen, die uns wieder zeigen, dass wir es schaffen können. Und ich glaube auch daran, wir können es schaffen. Das Jahr ist langsam vorbei und ich kann nur sagen, lass das Jahr hinter uns. Scheiß auf das Jahr. Man sollte immer die Vergangenheit hinter sich lassen. Auch für die Leute, die privat viel verloren haben, die vielleicht ihre Frau verloren haben, ihren Mann verloren haben. Es ist für den Moment schlimm. Und man sollte sich natürlich auch, wenn man es alleine nicht schafft, natürlich auch Hilfe suchen, und es gibt auch die Hilfe. Aber wenn eine Tür geschlossen wird, öffnen sich ganz, ganz viele Türen, und das selber musste ich natürlich dieses Jahr auch noch lernen. Also für mich steht nächstes Jahr die Umschulung bereit. Für mich hat sich YouTube-technisch, auch wenn viele das vielleicht gar nicht so sehen, einiges getan. Ich habe meine 1000 Follower erreicht. Ich war, was für viele vielleicht wenig klingt, war für mich so, boah, das ist eine Zahl. Also man muss sich das immer bildlich vorstellen, wenn 1000 Leute vor einem stehen. 1000 Leute, die sagen, ey, ich mag deine Videos. Haltet mal vor 1000 Leuten einen Vortrag. Das ist für mich eine Zahl gewesen. Und ich bedanke mich auch an jeden Einzelnen, der mich so tatenkräftig unterstützt hat. An jeden Unterstützer da draußen vielen, vielen Dank. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich so weit dieses Jahr komme. Und nicht ich bin der Grund, wieso ich so weit gekommen bin, sondern ihr da draußen, ihr habt mir gezeigt, ey, du machst coole Videos, aber ändere doch mal das und das. Ich habe gelernt, dieses Jahr viel, viel besser auf Kritik einzugehen. Ich habe aber auch gelernt, was es heißt, der Deckmantel der Anonymität. Damit musste ich mich natürlich auch selber erstmal beschäftigen, was es heißt, wenn Leute sich hinter ein Synonym verstecken und Hassnachrichten schreiben. Hassnachrichten, die vielleicht wirklich so weit gehen, wirklich bis zu Straftaten, leider, die wirklich bis zu Straftaten gehen, zu Schlimmstraftaten leider. Und das habe ich leider nicht nur bei mir gesehen, sondern das habe ich auch bei anderen gesehen. Und da möchte ich natürlich auch immer noch gegen arbeiten. Und ich glaube, wenn wir wachsen und wenn wir daran arbeiten, werden wir es definitiv auch schaffen. Ich habe dieses Jahr auch ganz, ganz viele nette Leute kennengelernt. Auch viele Leute, die mich um Rat gefragt haben, über, ob das jetzt über Instagram ist, ob über Twitter.
oder über Discord. Und da habe ich mich abends, das habe ich einfach aus Leidenschaft, aus Herzliebe gemacht, habe ich mich für die Menschen gerne 2 Stunden hingesetzt und habe lange Texte geschrieben, weil ich damals selber vor ein paar Jahren in so einer Situation war und ich weiß, es ist schwierig, den ersten Schritt zu gehen, den ersten Schritt, das zu akzeptieren, dass man vielleicht Probleme hat, den zweiten Schritt, jemanden zu suchen, mit dem man darüber reden kann, Tipps anzunehmen und vor allen Dingen auch der ganz, ganz wichtige Schritt, Hilfe zu suchen. Und solchen Menschen helfe ich natürlich super gerne und ich hoffe natürlich da draußen, dass ich solchen Menschen ein bisschen helfen konnte. Ich schreibe jetzt immer noch mit ganz, ganz vielen Leuten und ich mache das super gerne. Also auch nach Arbeit schreibe ich manchmal eine halbe Stunde wirklich einen ellenlangen Text. Weil das ist einfach meine Leidenschaft. Wenn ich sehe, da draußen sind Menschen, die gerade in einer beschissenen Phase sind, vielleicht durch das Coronavirus, vielleicht auch, weil sie dieses Jahr extrem viel Scheiße erlebt haben. Und wenn ich die Möglichkeit sehe, helfen zu können, dann helfe ich gerne. Und ich finde, das hat dieses Jahr einiges bewirkt. Wir Menschen haben uns vorher viel mehr mit Akzeptanz behandelt, auch in den Großstädten viel mehr mit Akzeptanz behandelt. Und auch in meiner Umgebung gerade sieht man das einfach, dass man auch neue Leute kennenlernt, weil es gibt so Gruppen, mit denen geht man dann zusammen einkaufen für mehrere ältere Herrschaften und lernt man neue Leute kennen, mit denen man vielleicht dann irgendwann sogar feiern geht, mit denen man einfach mal ein schönes Gespräch hat. Und ich finde, dieses Jahr, obwohl wir eine soziale Akzeptanz haben und immer noch haben werden, hat das ja eins gezeigt, dass niemand uns die Menschlichkeit nehmen kann. Und das fand ich so bombastisch super. Also alleine hier, was hier für Hilfsorganisationen aufgemacht haben und wie viele fremde Menschen sich gegenseitig unterstützt haben und einfach die Hand gereicht haben, ohne was dafür zu wollen, fand ich einfach so unfassbar spitze. Und solchen Leuten möchte ich nochmal hier auf den Weg ein ganz, ganz, ganz großes Lob ausschütten für die Leute, die sich bis abends hinsetzen. Ich nehme mich da komplett raus, weil ich, sag mal, ich gehe nur einkaufen oder ich helfe vielleicht Leuten jetzt gerade bei Depressionen oder sowas. Das ist ein ganz kleiner Teil, aber ich rede wirklich von Leuten, die nach der Arbeit, nach einer 8-Stunden-Schicht noch zu einer Hilfsorganisation gehen, die sie dieses Jahr aufgemacht haben und da nochmal 12 Stunden arbeiten. Das ist nochmal was ganz anderes und solchen Leuten bin ich unfassbar dankbar und solchen Leuten kann man nur den größten Respekt zollen und die haben einfach gezeigt, dass das Soziale in uns ist und dass wir dieses Jahr einen gigantischen Wandel gemacht haben. Wir haben einfach wieder gelernt, auf Menschen zuzugehen und das wird sich definitiv auch in den nächsten Jahren ändern. Wir haben gelernt, endlich uns wieder die Hand zu reichen, endlich wieder Themen aufzufassen, Themen, die vielleicht vergessen wurden, Themen, die nach hinten gerückt wurden, politische Themen, endlich wieder zusammen anzugreifen und mit ordentlichen Argumenten darüber zu sprechen. Nicht von wegen, das ist doof, finde ich doof, deshalb ist es so, sondern wir haben uns endlich mal wieder ordentlich zusammen unterhalten können und das finde ich sehr schön und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in sehr vielen Ländern. Ja, es gab natürlich auch viel Negatives, gerade die Straßendemos, die Menschen, die sich vielleicht nicht wirklich an die Maskenpflicht halten wollten, aber bitte vergesst die Zahl, das sind ganz, ganz, ganz wenige, das sind ganz, 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 ganz wenige, wirklich sehr wenige. Geht mal da raus auf die Straße und fragt mal so einfach mal fremde Menschen, was machen sie gerade? Auch bei uns neben der Arbeit gerade kommen da auch immer wieder Leute, die
Masken einfach so vorbeibringen. Einfach so. Die kommen einfach vorbei und bringen uns Masken vorbei. Man sieht hier und da, wie ich schon gesagt habe, viele, die auch einkaufen gehen. Und das möchte ich euch nochmal zum Schluss gerne mitgeben. Es war ein sehr hartes Jahr und ich denke mal, 2021 wird auch hart nochmal starten. Aber vergesst bitte niemals, dass ihr nicht alleine seid und dass wir alles zusammen schaffen. Für die Menschen, die dieses Jahr viel verloren haben, mein allergrößtes Beileid. Und ich glaube, da kann ich auch nie mit Sprüchen kommen von wegen, es schließt sich für euch eine Tür und da öffnet sich wieder irgendwo eine neue. Ich glaube, solche Sprüche sind da fehl am Platz. Ich wünsche euch einfach nur ganz viel Kraft, ganz viel Liebe und ich hoffe, ihr kommt da irgendwie wieder raus. Und auch für die Menschen, die dieses Jahr sich Ziele gesetzt haben und vielleicht von anderen Menschen runtergedrückt worden sind. Zum Beispiel wie, du kannst das nie. Ich kann das nie, also kannst du das auch nicht. Du kannst nicht besser werden als ich. Da kann ich nur zu solchen Menschen sagen, das ist der Zeitpunkt, wo ihr es da draußen jedem zeigen sollt. Und wenn ihr es dann doch macht, wenn ihr doch diesen Weg geht, tut ihr niemandem was Gutes, ihr tut euch was Gutes. Und ihr werdet immer von Neid bekleidet, immer von Menschen, die sagen, ach, hör auf damit, ach, du kannst das nie. Du hast doch eh keine Geduld, du hast doch eh keine Kraft. Das sind Menschen, die haben selber keinen Elan, die schaffen selber nie. Die sind selber sehr schwach. Und die versuchen natürlich, euch auch klein zu halten, aber ich möchte euch bitte mitgeben, hört auf solche Leute nicht, wenn ihr ein Ziel vor Augen habt, greift das Ziel an, kämpft für das Ziel und die ganzen Sprüche, seht die Sprüche als Motivation. Wenn jemand zu euch sagt, ihr könnt das nie, dann macht es. Macht es, macht es nicht für ihn, macht es für euch da draußen, für euch. Wenn ihr unbedingt Sport machen wollt, dann macht es für euch, weil ihr was ändern wollt. Nee, weil die anderen das wollen, macht es für euch. Und ja. Ich möchte euch einfach nur sagen, ich wünsche euch natürlich ein schönes neues Jahr und ich hoffe, sozial wird sich weiter so viel ändern, dass wir immer mehr zusammenhalten, das wäre schön und ich hoffe auch für die Menschen, die wirklich da draußen viel verloren haben, dass vielleicht 2021 so ein kleiner Ruhepol für die wird und ja, damit möchte ich mich von dem Jahr verabschieden und ich habe mir extrem viel vorgenommen. Ich bin dankbar für dieses Jahr auch, weil sich für mich auch sehr viele Türen für nächstes Jahr geöffnet haben und ich bin aber auch nicht traurig, dass das Jahr vorbei ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh. Aber das Jahr hat mir natürlich auch viele Erfahrungen mitgegeben. Und auch nochmal an die Leute, bevor ich das natürlich vergesse, die an Corona Menschen verloren haben, mein allergrößter Beileid. Und ich hoffe einfach, es werden nicht mehr. Ich hoffe einfach, es werden nicht mehr. Und ich hoffe einfach, dass wir sozial weiter so stark bleiben und einfach weiter füreinander da sind und dass wir einfach vielleicht nicht die ganze Welt, aber unsere eigene Welt ein bisschen besser machen können. Das schaffen wir auch gar nicht, um die ganze Welt zu verbessern, aber unsere eigene Welt. Und wenn jeder seine eigene Welt ein bisschen besser macht, ändern wir vielleicht irgendwann auch die ganze Welt, das ganze Denken. Da müssen aber einfach alle mitmachen und das kriegen wir irgendwann vielleicht auch noch hin. Es wird immer Konflikte geben, definitiv. Aber wir können es schaffen, Konflikte kleiner zu halten. Wir können schaffen, Konflikte schneller zu lösen. Vielleicht auch mal ohne Gewalt zu lösen, mal mit Worten zu lösen. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich hoffe, ihr begleitet mich 2021 noch. Und ich wünsche euch ein schönes Silvester. Und wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ. Im nächsten Jahr und ich freue mich drauf. Ich freue mich mega. Bis dahin, haut rein und tschüss.